Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim with Mods. Und ja, wir waren ja letztens auf der Suche bei Mirabel und ja, der magischen Enklave, nenne ich es mal. Und auf der Karte müssten wir jetzt hier hin, finde die Ruine von Mützulft, wie auch immer es gesprochen wird. Wie ihr seht, ist da nichts in der Nähe, wo ich war. Aber hier war ich schon mal und es lohnt sich natürlich immer alles mitzunehmen, was man auf dem Weg findet. Deswegen gehen wir heute direkt Richtung Crackfall Tower und schauen mal, was da so Spannendes zu finden gibt. Okay, legen wir los. So, hier sind schon Spinneier, die auch schon leer sind. Mammut ist tot. Da oben geht es zu einem Drachen. So, und der Turm. Ich denke mal, wenn wir den Berg hochkommen, kommen wir da auch gut hin. Ja, da ist er schon. Oh, schön heiße Therme. Da weht eine Fahne, da ist... Was ist das? Das hat sich gerade bewegt, oder? Das ist ein Pferd? Ein Büffel? Ein Nashorn? Das ist ein Nashorn. Nashorn böse? Mal gucken. Zur Not schnetzeln wir es weg, so gut es geht. Wir haben jetzt eine geile Rüstung. Ja, Nashornböse, Woody Reno. Okay. So, wir haben ja ganz viel spaßiges Zeug. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Flaming Skull, ja, könnte man. Lebende Rune macht auch immer Spaß. Wird zu stark sein. Ich schau mal, lebende Rune. Ding auf links. So, auf rechts. Strohmann, das reicht wahrscheinlich. Ist das jetzt gelähmt oder nicht? Okay, es scheint immun gegen Lähmung zu sein. Aber wir sind ja eh krass drauf, von daher. Ich glaube, es hat Angst vor uns. Und da ist es weg. Kommt es wieder? Die sind, glaube ich, Riesen, ne? Genau. Ja, okay. Lassen wir es ruhig weg erstmal. Ah, da kommt's. So, dann testen wir doch mal, wie stark wir sind. Wir nehmen natürlich das Bulwark. Das ist ein geiler Dolch, den wir hier irgendwo haben. Drachenknochen, Bogen, Drachenknochen, Dolch, Bam. Nein, ich wollte das Bulwark haben. Hä? Ach so, ich muss den Dolch an rechts führen zwingend, oder? Ding, ne? So, Diamant, Karpfen, Mehl. Oh, ist auch nicht schlecht vom Preis-Leistung her. Okay, so. Dolch war es noch ein bisschen draußen, müssen, dass er wieder seine Ladung voll hat. Sehr schön. Just Buy kann man auch immer gebrauchen. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen bei dem Turm um. Auch wenn es hier... Ah, da oben ist ein Füchschen. So, Bombardement ist ein bisschen zu krass. Bolid reicht, glaube ich. Verfehlt. Na gut. Ist auch nur ein Füchschen, ist nicht so wichtig. Also selbst muss ich sagen, Turm geht bestimmt irgendwo rein. Hier können wir noch bestimmt was ernten. Ja, Kriechschranken.
Muss nur kurz noch das Schild wegnehmen. So schön das ist, weil es so viel hohe Wert hat, aber es nervt auch ein bisschen, wenn es natürlich die ganze Zeit im Gesicht rumwedelt. So, nachdem wir die Natur hier dann nach Strich und Faden ausgebeutet haben, gehen wir direkt zum Turm. Ah, Libelle. Ah, die ist weg. Gut. So, das hier dürfte nichts Besonderes sein. Das ist natürlich eine geile Animation. Kann man hier nicht reinspringen? Oh gut, hier gäbe es auch nichts, ne? Vielleicht komme ich auch mit ein bisschen Anlauf hin. Zack. Jo. Über mit dir. So. Gibt ja anscheinend keinen Eingang, oder ich bin zu ungeschickt, ihn zu finden. Lass uns mal auf die Karte schauen. Ja, wir fahren in der Nähe, sich kann nicht warten, ist ja okay. Tja, hier steht nicht abgeschlossen, also irgendwas scheint es hier noch zu geben. Die Frage ist aber, wie soll man in den tollen Turm reinkommen? Es kann natürlich sein, dass hier unten irgendwo ein Zugang ist, den ich übersehen habe. Fällt mir aber auch ein bisschen schwer vorzustellen, dass der so tief gehen soll. Kann aber sein, dass man hier vielleicht erstmal eine Quest oder so braucht. Oh, wartet mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, hier kommen wir rein. Gut, rein mit uns. Okay, sehr dunkel hier. Und da ist ein Beholder. Das ist nicht schön. Beholder sind böse Feinde, ganz böse. Wir brauchen einen Plan. Erster Plan, wir schnappen uns einen Drachenbogen. Zweiter Plan, wie geht's weiter, nachdem wir den ersten Schuss abgegeben haben? Wir hoffen, dass er stirbt. Uns nicht entdeckt und beschwören ein paar Daedras. Boah. Aber er kommt da nicht weg. So, aha, das sind noch ein paar andere Freunde. Menschen. Schwer zu sehen, die Kollegen da im Dunkeln. Gehen die wieder an ihre festen Positionen zurück? Ich versuche mich mal ranzuschleichen. An sich sind wir in Schleichen ziemlich gut. Die pennen. Einer, den holen wir uns. Hat keiner gemerkt, ne? Gut. Bam. Hier stand noch einer da hinten. Ich hatte vor uns auf der Karte auch drei Stück gesehen. Wir müssten jetzt also safe sein. Das heißt, achso, ist der Dolch voll? Sieht gut aus, ne? Genau. Das heißt, mit Kerzenschein können wir uns mal ein bisschen Licht hier herzaubern. Bam. So, gleichzeitig lege ich mal das Ding weg. Mhm. Ja, Preis-Leistung ist okay. Das eher weniger. Feuersalze, Wacholderbeeren. Wacholderbeeren. Spinneier können wir auch alle nehmen. Alles, was mit Alchemie zu tun hat, ist nie verkehrt. Ja, hier ist es nichts Besonderes. Moment mal, Feuerbrandwein. Doch, wow, Wert 137. Okay. Sie haben geile Sachen hier anscheinend gehabt.
So, Gold, Gold, Smaragd, Rubine, Alter. Das Gefährsch an Beholdern ist nebenbei. Die können ein Leben, und zwar ziemlich lang. Die sind ganz schön böse, Bösewichte. Seelenstein, Gold. Noch ein Walerstein, geil. Brauchen tue ich sie zwar nicht mehr, aber egal, ich nehme sie. Ja gut, kann man auch mal mitnehmen. Ebenerdschilde, schwindenden Frost, Eisresistenz, ja. Okay, was haben wir noch? Alter, so ein Kackskelett hat da mal direkt einen Stab, der viel bringt. Zwar jetzt nicht übertrieben viel, aber immerhin. Zauber, Feuerblitz, Fahrwurzel, Trollfett, Seelensteine haben immer einen guten Preis, selbst wenn sie klein sind. Flammmantel. Muss nur kurz noch den Bulwark wegnehmen. Zack. Das nervt mich wie einfach ein bisschen. Roll der Wunderheilung, ja. Gold, zumindest ein Erzwurm. Drachenhaut. Das müssen wir uns gleich mal anschauen, ob wir den schon kennen. Klingt gut. Aber wir suchen erstmal hier alles ab. Coole Pose zum Sterben, Kumpel. So. Geht auch vom Preis-Leistung her, muss immer ein bisschen schauen. Weil das Zeug wiegt ja auch was. Sei natürlich mal modded das weg, dass was wiegt. Aber ich weiß nicht, das fand ich dann doch zu krassen Eingriff in die Spielmechanik. Die Entwickler haben ja gewollt, dass Sachen Gewicht haben. Hoch. Springen. Gut. Rest eines Beholders. Ein Deltraherz. Beholder-Tyrant beschwören. Ich glaube, das kennen wir schon. Aber wenn nicht, ist es ziemlich geil. Irgendeine Beholder-Beschwörung haben wir auf jeden Fall. So, Schriftrollen. Ne, läuft nicht darunter, ne? Das läuft unter Bücher. So, Drachenhaut. Kennen wir. Kennen wir, kennen wir. Wupp. Dauert nur noch Stunden, so. Ne, den kann wir tatsächlich noch nicht. Dann gehen wir kurz ins Magie-Menü. So, das ist auf jeden Fall Beschwörung. Summons a Dark Heart Beholder for 60 Seconds. Was haben wir denn noch? Also wir haben echt viel, muss ich wirklich mal sagen. Ein paar davon klappen leider auch nicht, aber naja. Guck mal, das ist der Conjure Beholder Tyrant und das ist der normale Darkness, Darkheart Beholder. Das ist schon ein riesiger Unterschied, vom Wert her auch. Nehmen wir direkt. Das heißt Ausrüstung nicht, Favorit. Naja, jetzt Ausrüstung ist auch egal. So, und schätz mal, die Drachenhaut ist Veränderung. Der Zauberer ignoriert für 30 Sekunden 80% des erlittenen physischen Schadens. Ist auf jeden Fall besser als Eichenhaut. Machen wir mit. So, ist hier noch was anderes, was wir abwählen können? Ne, der Rest ist eigentlich ziemlich nice. Okay. Gut. War nur so ein Mini-Dungeon. Aber immerhin haben wir es gefunden. Ups. Ja, sucht im schwarzen Bildschirm die Tür. Würde ich vorschlagen, wir gehen ein bisschen noch Riesen jagen. Die waren ja ganz in der Nähe, so. Bisschen Drachenbäumchen. Eigentlich sollten die schon relativ nah sein. Wahrscheinlich ist es nur der Berg hier, auf dem wir uns gerade finden, im Weg. Ja. Riesen sind an sich ja friedliebend. Außer wenn wir sie ärgern. Darin sind wir ja sehr gut. Müssen nur einen besseren Winkel finden. Ach, die haben sich einen ziemlich geilen Posten gesucht.
Vielleicht kommen wir von der anderen Seite besser ran. Immer schön einsammeln, Zutaten. Was ich jetzt gerade mache, ist natürlich, ich will sie hier wegkriegen. Einfach so. Ohne besonderen Grund. Will aber nicht direkt drauf gehen. Das heißt, ich bräuchte irgendwo eine lange Sicht. Ich muss aber eingestehen, das wird wohl nichts werden. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Setzen die lebende Rune. Und drücken die Daumen, dass das nicht so schief geht, wie es schief gehen könnte. So, der wird uns natürlich jetzt suchen. Wenn wir Glück haben, latschen die Rune rein. Die anderen 50 aber nicht. Und jetzt sind wir entdeckt und haben ein Problem. Oder mehrere, je nachdem wie viele Riesen wir ziehen. Oh, von oben schießt auch was auf uns. Auch so was war, wir haben es getötet, weil es uns getötet angegriffen hat. Okay. Ja, ihr seht, unser Bogen, unsere Verzauberung ist krass. Ich hau den weg. Da ist noch jemand auf Kriegsfahrt. Ich glaube, er kommt nicht vorwärts oder so. Ja, warum auch immer mein Heavy Armor jetzt gestiegen ist, das weiß ich auch nicht. Ach, tut euch einen Gefallen. Greift Riesen nicht mit Schleichangriff mit Nahkampfwaffen an. Das ist einfach nur Suizid. Bam. Brauch ich nicht mal einen zweiten Schuss. Sehr schön. So. Unten ist auch noch was. Ich will erst den Scheiß auch nicht erwartet, dass ich treffe. Versuchen wir es mal mit den Boliden. Die Bäume durch kriege ich eh nicht hin. Aber egal, Versuch macht Luch. Oh, ein Bär. Großer Bär. Schneller Bär. Lähmung? So, sehr schön. Somit was quälen wir denn jetzt? Ich weiß, was wir nehmen. Wo ist es denn? So. Jetzt gucken wir zu, wie der Bär putzelt. Tschüss, Bär. So. Bloodball. Concentrate to summon wireling blood that harms foes with 70 feet and the caster. Aha. Ja, das ist natürlich nur geil, wenn man das kombiniert mit einem Heilzauber. Aber so einfach ist das nicht. Es hat einen Stern gehabt, ne? Dann heißt es, steht oben. Wir haben echt viel Zeug mittlerweile angesammelt. Wahnsinn. Nee, hier ist es nicht. Ist es vielleicht S, Spelltom? Je nachdem, welche Mod, ja, Spelltom. Alles gut. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr schleichen. So. Ja, ja. Ja. Jep. Jep, jep. Jep.
Yep, 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 yep. Mein Pfeil habt auch wieder schön. Als wenn es mir daran mangelt. Echt viel Zeug hier. So. Dann können wir jetzt runtergehen. Hier haben wir ja noch einen Jüngling umgehauen. Eigentlich auch komisch, ne? Wir kriegen immer nur einen C. Ja, ich könnte jetzt auch den Mammutkäse mitnehmen. Der ist aber eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht ein tolles Rezept zum Kochen hat, nicht so toll. Und da ich das nicht so mache hier, lasse ich den unberührt. Steel Sword of Rage. Das ist gut. So, wo schickt uns denn die Karte als nächstes hin? Da oben ist eine Höhle. Den würde ich sagen, ne? Aber hier in ganz der Nähe ist noch ein... Wie heißt das denn? Wasserrad? Mühle? Ja, ich glaube, Sägemühle ist das, ne? Das Problem ist, wir müssen den Berg dann wieder hochkraxeln, schätze ich. Ah, guck mal, wer da ist. Ein kleines Wölfchen. Für den haben wir doch bestimmt ein Bolid übrig. Haben wir uns anscheinend schon gesehen. Haben wir das schon erkundet? Ich kann das bei denen auf der Karte immer nie so gut erkennen. Weltkarte. Nee, das ist tatsächlich noch unentdeckt. Gut. Oh, sogar eine Orikalkum? Iron. Okay, nur Iron. Aber egal. Kann man auch zum Schmieden verwenden. Das haben wir zwar jetzt schon hoch, aber man kann immer wieder was daraus basteln, verkaufen und da haben wir wieder Kohle. Problem ist meist, dass die Händler nicht genug Kohle haben. Gudi. So. Jetzt nur noch Schnellreisen nach oben. Zum Lagerfeuer, das ist wahrscheinlich das cleverste, statt dass ich den Weg hochsuche. Ups. So. Ein paar Tierchen fangen. Im Wasser findet man auch manchmal Schlachterfischeier, ist auch eine alchemistische Zutat. Soll ich jetzt nicht langsam einen Entdecker? Gut. Mischwassermühle, okay. Also ich erwarte jetzt nicht, dass hier viel ist, muss ich dazu sagen, fairerweise, aber... Ah, Lüten. So. Da ist noch ein Gebäude dann. Hier führt dann einen Weg hoch, aber nicht dahin, wo wir hin wollen. Irgendwie ein Mirage kaufen oder sowas hier. Das ist schon stehen wieder. Gilfres. Na, schauen wir mal, was Gilfres so hat. Hi. Fünf gute Männer haben mit mir in der Mühle gearbeitet. Dann begann dieser Krieg und alle liefen weg. Idioten mit Met im Blut. Ich verstehe dich, Gilfred. Ich verstehe dich. Gucken wir mal, was sie hat. Ja, ansonsten, das Geld ist zu auffällig mitzunehmen. Obwohl, sie legt sich gerade hin, ne? Ich passe auf dein Zeug auf. In mein Inventar. Oh, tolles Buch. Schauen wir uns mal so ein bisschen um. Was sieht noch nach Wert aus? Müssen wir so gierig sein, dass wir das mitnehmen? Die Antwort lautet, ja, selbstverständlich. Alchemiezutaten sind immer willkommen. Was ist das noch? Oh, ho, 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 ja, den Spein haben wir nicht gesehen. Altowein hat auch einen guten Wert. Ach, stört doch keinen, dass hier alles umfällt. Okay, das sollte genügen. So, da haben wir hier noch einen kleinen... Nee, Moment, wo war das? Da hinten, ne? Stopp, hier ist noch so eine improvisierte Schlafstätte. Hühnerstall. Wer sieht mich? Was bist du denn?
Alter Falter. Hier sind auf einmal 1000 rote Punkte gefüllt. Na, so viel kann es nicht sein, aber... Okay, Evil Twin. So. Ah, wir haben eine neue Stufe erreicht. Alter. Hier kommt so ein richtiger Goblin-Armee einfach so mal irgendwie her. Schau ich das mal an. So, da wir gleich keine Mana mehr haben. Beschäftigen uns derweil damit, dass wir es mit der Hand machen. Stehst du da auf? Wo? Da. Das ist nicht gutes Geräusch. Hey, wo bist du denn? Hä? Drache? Drache? Hör ich gerade richtig? Ein Drache? Ein Drache. Ach du Schande. Drache war ich jetzt nicht wirklich vorbereitet, gebe ich zu. Super, immer außer Reichweite. Conjure. Conjure, Conjure, Conjure. Der Beholder? Versuchen wir mal den Beholder. Oh, Scheiße. Ist er auf dem Dach? Wo ist er? Jetzt hier ist noch irgendwas. Goblin Skirmisher. Den Goblin Skirmisher, den hauen wir jetzt weg. Das ist kein Ding. Achso, das ist das, was so ewig dauert. Drachenknochenbogen, Drachenknochendolch. So. So. Drache. Wir müssen ihn nur einmal treffen mit dem Bogen. Dann kriegt er den schönen Debuff. Ein Zombie-Drache. Ah ne, zahme Schuhe, Entschuldigung. So, fliegt der schon wieder? Aber wir haben den Debuff drauf. Sehr gut. So, nachdenken. Was versuchen wir denn mal gegen den? Ich wollte ja schon immer mal nicht Blitzgewitter. Wie heißt es denn? Idee. Haha, Vicky würde sich freuen. Sadestone.
Wir haben hier 1000 tote Goblins. Ich weiß zwar nicht, wo sie liegen. Ich knall sie jetzt auf den Boden. Aber streng genommen sollten die jetzt alle erwachen und ihn angreifen. Okay, offenbar noch ein sehr kleiner Radius. Gut, die ist dann hier. Auch nicht. Hi, Drache. So, das Schöne ist, der Zaidstone, solange der aktiv ist, wird er jetzt immer wieder neue von den Viechern raushauen. Lightning Strike. Da. Ah, man muss auf den Boden ziehen, okay. Ich glaube, mein Beholder ist auch weg, ne? Ich höre nichts Beholder-Technisches mehr brüllen oder was auch immer. Aber der hat relativ gut Arbeit geleistet. So, dann holen wir unseren Bogen wieder raus. Ja, so ein Drachenkampf findet zu 50% im Menü statt. Schneller, flinker Drache. Oh Scheiße, das hat er mich erwischt. Irgendein Gift-Debuff. Ja, genau das wollte ich jetzt. Ich wollte schleichen. Nein, natürlich nicht. Okay, wir haben gleich. Ja, geil. Was? Achso, das ist mein Beholder. Huch, er hat mir jetzt für einen kurzen Moment ein bisschen Angst gemacht, gebe ich zu. So, deine Seele gehört mir. In alter Model Combat Manier. So, wir machen uns gleich noch Kerzenschein an, weil wir die Hälfte von dem, was hier passiert ist, nicht gesehen haben. Und gleichzeitig machen wir das Bulwark erstmal wieder weg. So, zeig mal deine geilen Knochen, die immer krass viel wiegen. Zamesul, okay. Gut. So, und jetzt schauen wir trotzdem mal, was die ganzen kleinen Goblins hier noch hatten. Wo die alle liegen vor allem. Ich hatte gesehen, ein paar sind irgendwo im Wasser gewesen. Na gut, die sind vielleicht auch weggetrieben. Sehe ich mir jetzt erstmal nichts. Oder ich zumindest sehe nichts. Der Goblin schief, hat einen Bogen, ein Schwert. Ein bisschen Munition, wie immer. Ein Bergblumen, schön. Ja, die sind noch bald wieder voll. Ah, ein Dorzeug, so heißen die Viecher. Ja, die sind auch nicht zu unterschätzen, aber nur per Mod drin. Also sie sind nicht originär im Spiel. Da fällt mir gerade auf, was ich mal kurz gucken wollte. Genau, wir haben noch Verlangsamungsgift. Das ist immer wichtig, das habe ich sehr gern. Kann ich nämlich zur Not mich mal aus einer misslichen Lage befreien, das mal höflich zu formulieren. So, war hier nicht irgendein großes Vieh, auf das die alle eingekloppt haben? Das kann ja nicht gewesen sein. Aber wir können ja noch leer räumen. So. Tja, aber ansonsten. Das Große sehe ich jetzt nicht. Gut, okay. Gucken wir jetzt noch hier in die Hütte rein. So, ein Arbeiterhaus.
Schlafen alle? Keiner da? Alle gestorben? Okay, ich kann mich auf jeden Fall bedienen. Genau, das tue ich auch. Ja komm, nimm den Zopf. So, zack, 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 zack. Nehmen noch leckeren Wein. Oh, bin ich zu schwer? Oh, tatsächlich. Okay, dann müssen wir kurz schauen. Was lassen wir denn hier? Gut. Die Holzschale will ich nicht. Ich will die. Ich glaube, Eier. Mit denen kann man, glaube ich, nämlich auch Alchemie machen. Also, bevor ich jetzt weggehe, will ich nämlich noch alles mitnehmen, was wirklich was bringt. Du trägst zu viel und kannst nicht trennen. Lass was fallen. Eine leere Truhe, wie schön. Nur viele leere Truhen. Ja, ein bisschen Gold. Sollte man nicht verkommen lassen, ne? Auch leer. Das ist wirklich ein Arbeiterhaus, hier gibt es nichts zu finden. Fasanbrust, ja, für den, den es gefällt. Okay, an der Stelle würde ich vorschlagen, machen wir für heute einen Cut und ich werde dann gleich verkaufen gehen. Werde mich dann, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube am besten zum Lager gebrochenes Bein hierher teleportieren und dann werden wir uns in Richtung Arnschimmerharz, der Höhle hier machen, wo es Arnschimmerharz ist, ein Arnschimmerheiligtum. Es liegt nicht ganz auf dem Weg, aber dann verpassen wir es auch nicht. Ist ja hier vollkommen egal, welche Reihenfolge man die Quests abgeht. Alles klar, okay. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wie immer sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter euch hold sein. Tschüss!